Am Hof von Maria und Franz Schöninger, Vulgo Godner Lenz, kommt gerade eine neue Lieferung an Gläsern für die Schulmilch. Frühmorgens wird gemolken, die Stallarbeit verrichtet und die Milch wird direkt am Bauernhof abgefüllt. Ja, wir haben auf unserem Hof 40 Milchkühe und die eigene Nachzucht. Und wir machen eine Direktvermarktung auch und ungefähr die halbe Milch tun wir direkt vermarkten. Und so haben wir halt geschaut, dass wir alle Tage schön brav Arbeit haben. Inzwischen haben wir 21 Schulen, die wir täglich mit Milch, Kakao, Trinkjoghurt und Fruchtjoghurt beliefern. In der Steiermark gibt es ein paar große Molkereien und auch einige kleine, sogenannte Mini-Molkereien. Diese versorgen in der Region zum Beispiel Schulen mit ihren Produkten. Und der Zuckergehalt in diesem Kakao oder in diesen Joghurts wird strengstens kontrolliert. Der Preis für Schulmilchprodukte ist durch Förderungen gedeckelt und auch die Kontrollen sind streng. Die Milch ist ein sehr, sehr hochwertiges Produkt mit sehr vielen Vitaminen und Mineralstoffen und sehr hochwertigem Eiweiß. Und da ist es auch wichtig, dass man nicht zu viel Zucker zusetzt. Das heißt, wir haben jetzt den Grenzwert von 3,5% Zucker, die in einem Milchprodukt zugesetzt werden darf in der Schule. Wir werden auch kontrolliert von der AMA, schauen persönlich auch drauf, dass wir das so genau wie möglich machen. Es werden Proben gezogen. Wobei wir persönlich keinen Zucker mehr zusetzen. Maria ist froh, dass sie Schulen im Bezirk beliefern können. Also wir haben eine Kollegin bei uns, die das macht und die Abrechnung funktioniert sehr gut. Auch das Austeilen auch, da arbeiten auch die Lehrerinnen mit in den Klassen und es wird doch sehr gut angenommen von vielen Eltern, muss ich sagen. Steiermarkweit arbeitet man an einer digitalen Lösung für die 15 Schulmilchbetriebe. Und das Argument, Kuhmilch sei klimaschädlich? Hier entgegnen die Verantwortlichen, österreichische Kuhmilch habe weltweit die beste Klimabilanz aufgrund der Kreislaufwirtschaft mit Grünfutter. Während im EU-Durchschnitt eine Kuh 1,4 Kilogramm Methan ausstößt, sind es in Österreich nur 1 Kilogramm Methan pro Kilogramm Milch.